Soll ich immer ganz ehrlich sagen, was mir ein Rätsel ist? Man merkt ja auch einen Unmut über soziale Ungerechtigkeit, aber irgendwo ist das Volk doch noch ruhig. Absolut. Womit erklären Sie das? Wenn ich jetzt mal an Frankreich denke oder England, dann sind die Menschen doch wütender und tragen die Wut auf die Straße. Ja, die Leidensfähigkeit der breiten Schichten der deutschen Bevölkerung ist schon sehr ausgeprägt. Und es ist aber auch eine Folge einer Gehirnwäsche, die wir seit Anfang der 90er Jahre hier erleben. Individualisierung, ja, also sozusagen Vereinzelung. Nehmen Sie mal als Beispiel Arbeitslosigkeit. In den 70er und 80er Jahre wäre im Ruhrpott keiner auf die Idee gekommen, dass die Kumpel, die entlassen worden sind oder die Stahlarbeiter, dass die selber schuld sind an ihrer Arbeitslosigkeit. Heute ist es aber so, heute werden die Leute für ihr Schicksal selber verantwortlich gemacht. Und sie ziehen, das ist ein echtes Problem. Ja. Wir haben ja gerade noch ganz konkret gehört vom Problem der Altersarmut, der drohenden Altersarmut. Oh, ja. Was hat das zu tun mit dem, wie unser System in etwa 10, 20 Jahren aussehen wird? Also vielleicht muss man einfach sagen, wir sehen ja jetzt schon an den Fällen, die heute gekommen sind, dass es heute schon Altersarmut gibt. Ich möchte das bitte mal festhalten, weil in den politischen Diskursen, wenn ich in Berlin unterwegs bin, dann wird das schlichtweg von vielen einfach geleugnet, ne? Also wir hätten gar keine Altersarmut. Das ist schon mal der erste Punkt. Und dann will ich Ihnen sagen, was auf die Leute zukommt in den nächsten Jahren. Das können Sie an der Rentenformel, die ganz einfach ist, sich ganz einfach erklären. Ein Standardrentner ist jemand, der 45 Jahre lang, meine Studenten werden dann schon immer ganz blass, 45 Jahre lang ohne Unterbrechung gearbeitet hat. Und, das müssen Sie jetzt wissen, der hat immer oder die immer das durchschnittliche Arbeitseinkommen gehabt. Das liegt zurzeit bei, aufgepasst, 3.022 Euro im Monat brutto. Jetzt wissen wir natürlich, wie viele Leute unter 3.000 verdienen. Wenn Sie 45 Jahre zu dem Lohn immer gearbeitet haben, also übertragen über die Jahre, kommen Sie auf eine Bruttorente zurzeit von 1.300 Euro. Das sind netto nach Abzug der Versicherungen sind das 1.100 und ein paar zerquetschte. Für so ein langes Arbeitsleben zum Durchschnittslohn, alle, die da drunter liegen, die kommen auf 900, 800, 700, 600 Euro. Das heißt, wir laufen auf eine ganz große Welle der Altersarmut zu. Und zwar nicht nur irgendwelche Niedriglöhner, sondern der sozialpolitische Skandal ist, Normalverdiener, die wahren Leistungsträger in unserem Land, die Krankenschwestern, die Erzieherinnen, alle rutschen durch diese Rentenformel, die in der Vergangenheit gut funktioniert hat, rutschen zunehmend in die Altersarmut. Klingt ja immer so ein bisschen, als geht es um Verteilungskämpfe in dieser Gesellschaft. Welcher soziale Brennstoff verbirgt sich darin? Naja, ganz einfach, wir haben eine zunehmende Ungleichheit. Das wird zwar von den Herrschenden oft geleugnet, aber die Daten zeigen, die Ungleichheit nimmt zu, die Polarisierung. Das heißt, nicht nur Armut wächst, sondern auch Reichtum wächst. Vermögen konzentriert sich immer stärker. Und das Problem ist, das wurde ja auch schon gesagt, die Leute unten werden gegen die Leute, die noch weiter unten sind, aufgehetzt. Und das blockiert sämtliche Veränderungen. Wir haben doch mehrere Beispiele eben gerade gehabt mit Alleinerziehenden. Ich will Ihnen nur ein Beispiel sagen. Es wird nur nichts getan. Es wird schon etwas getan. Am 30. Mai haben wir eine Anhörung im Bundestag. Da geht es um eine Hartz-IV-Reform. Die Reform sieht so aus, dass beispielsweise im Gesetz festgeschrieben wird, Alleinerziehende bekommen für ein Kind, was älter als 6 ist, 9 Euro pro Tag im Hartz-IV-Satz. Wenn jetzt dieses Kind zu dem ehemaligen, also zu dem leiblichen Vater beispielsweise geht, dann muss die Alleinerziehende beim Jobcenter die Tage angeben und dann werden ihr, wenn das 4, 5 Tage waren, 4 oder 5 mal 9 Euro abgezogen von ihrem Hartz-IV-Satz, weil das Kind war ja weg. Wissen Sie, was das für mich ein Beispiel ist? Diese ganze Sozialpolitik, die da betrieben wird, ist eine korinthenkackerhafte, kleinteilige Sozialpolitik, wo man den Leuten schlichtweg, die heute schon wenig Geld haben, noch mehr Geld wegnimmt. Und das ist eigentlich der Punkt. Wir müssen eine Umverteilungsdiskussion führen. Die tut natürlich weh, aber wir müssen sie führen. Ich habe hier heute Abend so das Gefühl, nach den Meinungen, die ich höre, es gibt da schon so eine Spaltung. Die Schere geht ja mehr auseinander zwischen Arm und Reich. Ja, klar. Aber wie kann man denn den Zusammenhalt einer Gesellschaft weiter gewährleisten? Das wollen wir doch eigentlich alle.
Also Sie müssen sozusagen Systeme versuchen zu schaffen, die diese Kollektivgestaltung wiederherstellt. Ich will mal ein Beispiel geben, auch einen Lösungsvorschlag zum Thema Altersarmut. Wenn das Ziel sein soll, dass wir allen Leuten, auch die, die als Niedriglöhner oder als Teilzeitarbeitende durchs Leben laufen mussten und nie auf eine Rente kommen werden, von der sie leben, dann brauche ich eine Mindestrente. Interessanterweise gibt es viele Länder um uns herum, die das haben. Und ich nenne jetzt mal ganz bewusst ein Land, was nicht des sozialistischen Umverteilungswesens berühmt ist, nämlich die stinkkonservative Schweiz. In der Schweiz ist es so, da gibt es eine Bürgerversicherung, wo alle Bürger, wohlgemerkt, alle Bürger, nicht nur Erwerbstätige, einzahlen müssen in die Rentenkasse, und zwar prozentualer Anteil des zu versteuernden Einkommens. Das heißt, die Reichen müssen sehr hohe Beiträge bezahlen. Dann gibt es eine Mindestrente, die soll Altersarmut möglichst verhindern. Und es gibt aber auch eine Maximalrente, die ist doppelt so hoch. Und das heißt, sie verteilen von oben nach unten enorm um. Und die Schweizer sagen, anders geht das nicht. Wenn ihr den armen Schlucker, was wir heute auch gehört haben, wenn ihr den einen ordentlichen, halbwegs ordentlich, wir reden ja nicht über Reichtümer, eine halbwegs ordentliche Rente ermöglichen wollt, müsst ihr umverteilen. Und in unserem Land ist es so, über die Rentenversicherung entscheiden Beamte, ja, im Wesentlichen Beamte, die ein eigenes Alterssicherungssystem haben, nämlich die Pension. Die Ärzte, die Rechtsanwälte haben sich in berufsständischen Versorgungswerken aus der Risikogemeinschaft raussortiert und haben eigene Alterssicherungssysteme. Die Selbstständigen sind teilweise gar nicht drin. Das heißt, und dass die Solidargemeinschaft an dem Punkt ja ausgehöhlt ist. Natürlich. Und dann wundert man sich, wenn die Sozialabgaben immer größer werden für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, für die Krankenschwestern, für den Facharbeiter, für den Handwerker, weil nur von denen werden die Beiträge geholt, übrigens nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Und deswegen kommen wir um eine Umverteilungsdiskussion einfach schlichtweg nicht herum. Herr Sell, wird nicht manchmal dieser Disput, dieser gesellschaftliche, auf den Rücken der Schwächsten ausgetragen? Gibt es auch sowas wie, wir haben das eben, klang das einmal an, die besseren Armen und die schlechteren Armen? Ja, absolut. Es gibt sozusagen gute Arme, schlechte Arme. Das wird schön fein sortiert. Das wird auch gegeneinander ausgespielt. Auch die Geschichten, wer da wo profitiert, da steckt schon ein Konzept hinter, damit man eben nicht vordringt zu dem eigentlichen Verteilungsproblem. Es geht doch nicht darum, oben den Leuten, die Leute zu enteignen, sondern es geht um faire Verhältnisse. Also kein Arbeiter in irgendeinem Unternehmen hat etwas dagegen, wenn eine Unternehmerin ihr Haus in Südfrankreich hat und meinetwegen soll sie auch noch eine Yacht haben. Aber sozusagen, das ist in Ordnung, aber sozusagen der Einkommensabstand, der darf nicht zu groß werden. Und der ist seit Mitte der 90er Jahre bei uns extrem auseinandergelaufen. Und das spüren die Leute jetzt. Und das geht ja immer so weiter, weil wenn sie irgendwann oben sehr viel haben, dann können sie natürlich auch Rendite noch machen. Aber die Leute hier, die können doch nicht ernsthaft sparen, selbst wenn sie sparen würden, wollen, oder es, dann würden sie keine Zinsen bekommen. Auch glauben Sie, Herr Sell, dass es mit den Flüchtlingen eine neue soziale Diskussion geben wird? Ich habe den Eindruck, die hat schon begonnen. Ja. Aber welche Ausmaße wird die annehmen? Die ist auch notwendig. Ich finde das schon ein differenziertes Bild. Die Leute wissen doch, natürlich gibt es Verteilungsprobleme auf dem Wohnungsmarkt. Und zwar für die Leute, die heute schon Wohnungsprobleme haben. Die treffen jetzt auf eine erweiterte Konkurrenz. Wie wir das bei der Tafel gesehen haben. Das Volumen bleibt gleich und jetzt kommen mehr Köpfe und jetzt muss sozusagen rationiert werden. Das heißt, unten steigt der Verteilungskampf. Aber das heißt doch nicht, dass man deswegen nur nach unten gucken muss, sondern wir müssen sagen, sozusagen, wenn da der Verteilungsstress steigt, dann müssen wir politische und auch Umverteilungsantworten geben auf diese zunehmende Herausforderung. Und auf dem Arbeitsmarkt sehen die Leute ganz genau, dass es in dem Sinne keine große Konkurrenz geben wird. Und insofern glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, die Flüchtlingsthematik auch ein Stück weit abzulösen von dieser Verteilungsdiskussion. Man muss sich darum kümmern, man muss und darf aber Flüchtlinge nicht anders oder sozusagen für die Menschen wahrnehmbar irgendwie anscheinend besser behandeln. Wir müssen doch die gleichen Investitionen, die für unsere Kinder, egal ob sie Migrationshintergrund, Flüchtlingshintergrund oder Biodeutsche sind, nämlich die Kitas zum Beispiel in den sozialen Brennpunkten, denen nicht nur 1000 Euro mehr geben, sondern wie wir das zum Beispiel in Kanada haben, dort bekommen die Schulen und die Kitas
den siebenfachen Betrag für solche Kinder, damit sie Förderangebote machen können und so weiter. Wir könnten vom Ausland lernen, wenn wir wollten.